Unser neues zentrales Thema lautet: Was ist Christi Wiederkunft? Die Christi Wiederkunft, die so sicher ist wie Gott, ist nur die Berichtigung von Fehlern und die Wiederkehr der geistigen Gesundheit. Sie ist ein Teil des Zustands, der das zurückerstattet, was nie verloren war, und wieder ersetzt, was immer und ewig wahr ist. Sie ist die Einladung an das Wort Gottes, den Platz der Illusionen einzunehmen und die Bereitwilligkeit, die Vergebung ausnahmslos und ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen zu lassen. Der Kurs in Wundern. Wir können den Kurs im Wundern nicht mit unserem eigenen Lernen begreifen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen wirklich den inneren Lehrer, der um den Christus weiß. Wir brauchen den inneren Lehrer, der uns daran erinnert, was wir sind. Wir sind Christus. Wenn wir versuchen, diesen Kurs durch unser eigenes Wissen, unser eigenes scheinbares Wissen zu lernen, stoßen wir immer wieder an Grenzen und wir versetzen uns in Angst und in Widerstand. Angst und Widerstand ist letztendlich auch ganz normal gegenüber diesem Kurs. Denn wenn wir keinen Widerstand hätten, dann bräuchten wir den Kurs oder den universellen Lehrplan der Liebe nicht lernen. Der einzige Grund, warum wir den Christus in uns noch nicht wieder erinnert haben, ist letztendlich der Widerstand gegenüber der Wahrheit, gegenüber dem Licht, gegenüber der Liebe. Wir erinnern uns erneut, es gibt nur zwei Geisteszustände, das ist zum einen die Liebe und zum anderen die Angst. Und Angst ist immer Widerstand. Und so können wir uns immer wieder fragen, mit was bin ich in dieser Situation im Widerstand? Also wenn du einen Konflikt hast, kannst du dich dies fragen und du wirst die Antwort bekommen. Wenn du im Konflikt mit einer Beziehung bist, in einer Beziehung bist, dann ist es ganz sicher dein Widerstand gegenüber Gott. Die Beziehung oder die Dinge können dir nur den Widerstand gegenüber der Wahrheit zeigen. Noch einmal, wenn du nicht im Widerstand bist, dann hast du vollkommen vergeben und somit ist dieses zweite Kommen, so könnte man auch sagen, deine wahre Geburt wird nicht lange auf sich warten. Wenn du eine Krankheit hast, frage dich, mit was bist du im Widerstand? Wenn du im Mangel von irgendwelchen Dingen bist, frage dich, mit was bist du im Widerstand? Es wird dir immer gezeigt. Aber die Antwort musst du schon in dir finden. Es wird dir immer gezeigt werden können, dass du im Widerstand mit der Wahrheit bist. Mit der Liebe. Liebe oder Angst, wir können keine zwei Welten sehen. Wenn ich dem Widerstand fröne und ihn für wichtiger halte, dann möchte ich unglücklicher sein. Dann möchte ich unglücklich sein. Und dann habe ich kein Interesse an der Lösung. Wir wollen ausnahmslos Vergebung auf allem ruhen lassen. Und dann kann der innere Lehrer uns lehren. Vorher nicht, das ist unmöglich.
Dann können wir lange da sitzen, ja, aber ich höre die Stimme meines hohen Selbstes nicht. Ich höre die Stimme des Heiligen Geistes nicht. Was soll ich tun? Vergeben. Heiliger Geist, hilf du mir, die Vergebung auf allem ruhen zu lassen. Ich habe genug gekämpft, mir reicht's. Ich habe genug gelitten, mir reicht's. Solche Worte können wir finden. Und auf alles anwenden. Deine Gedanken bringen die Resultate hervor, die du haben möchtest. Möchtest du glücklich sein? Dann gib deinen Widerstand auf. Möchtest du glücklich sein? So gib dein Recht haben auf. Und schon sind diese Worte, die Wiederkunft Christi, die so sicher ist wie Gott, ist nur die Berichtigung von Fehlern und die Wiederkehr der geistigen Gesundheit. Schon werden diese Worte völlig klar. Und du verstehst sie jetzt schon ganz anders wie noch vor 2 Minuten oder vor 5. Ja klar, es dreht sich um die Berichtigung von Fehlern. Es dreht sich offensichtlich um Vergebung. Ich möchte, wie praktizieren wir Vergebung? Ich möchte mein Recht haben bezüglich dieses Konfliktes aufgeben. Ich trete einen Schritt zurück. Heiliger Geist, zeige du mir die Wahrheit. Und schon wird es sich zeigen können. Und schon wird sich das Licht offenbaren, das in dir ist. Es ist die alles einschließende Natur von Christi Wiederkunft, die es ihr erlaubt, die Welt zu empfangen und dich sicher zu bergen in ihrer sanften Ankunft, die alle Lebewesen mit dir umfasst? Die Befreiung, die Christi Wiederkunft bringt, hat kein Ende. Da Gottes Schöpfung grenzenlos sein muss, die Vergebung leuchtet Christi Wiederkunft den Weg, weil sie auf alles als eins leuchtet. Und so wird das Einssein endlich wiedererkannt. Wir wollen in allen Lebewesen Christus erkennen. Die Vergebung leuchtet Christi Wiederkunft den Weg, weil sie auf alles als eins leuchtet. Und so wird das Einssein endlich wieder erkannt. Das Einssein wird sicherlich nicht durch unsere trennenden Gedanken und Urteilen wieder erkannt, sondern indem wir die Vergebung auf allem ruhen lassen. Und die Christi Wiederkunft beendet die Lektionen, die der Heilige Geist lehrt, und macht im jüngsten Gericht Platz, in dem das Lernen in einer letzten Zusammenfassung endet, die sich über sich hinaus ausdehnen wird und zu Gott hinaufreicht. Und dann enden unsere Lektionen. Wir schauen über die Welt hinweg und erkennen uns als Geist in Gottes Geist, als Liebe in Gottes Liebe, als Freude und Ekstase in Gottes Liebe und Freude und Ekstase. Ich lade dich ein, diese Einführung, was ist Christi Wiederkunft, gerne ruhig täglich zu lesen, damit diese Worte in dir beginnen können zu erblühen und zu erwachen, sodass die Worte nicht nur Worte sind, sondern ihre Bedeutung erfasst wird. Wir müssen die Bedeutung erfassen.
bete darum, dass die Wiederkunft bald sein möge. Doch lass es darauf nicht beruhen. Sie bedarf deiner Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie bedarf deiner Stimme. Am meisten aber bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Lass uns frohlocken, dass wir Gottes Willen tun und uns in dessen heiligen Licht vereinen können. Siehe, der Sohn Gottes ist eins in uns und wir können die Liebe unseres Vaters durch ihn erreichen. Das liebe ich. Das liebe ich. Ich liebe diese Worte, wenn mir gesagt wird, sie bedarf deiner Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie bedarf deiner Stimme. Am meisten aber bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Ich liebe dies deshalb, weil ich für mich begriffen habe, dass dies zum einen zutrifft und wie heilsam, wie schön und wie unaussprechlich wundervoll es ist, die Wahrheit zu sprechen, so wie ich sie jetzt gerade, so wie ich dies gerade jetzt tue. Diese Wahrheit zu sprechen, dann spüre ich ganz deutlich, dass ich durch Christus spreche. Und dieses gibt mir jedes Mal die Möglichkeit, meinen Geist zu korrigieren. Und du als Zuhörer oder du als Zuhörerin, du unterstützt mich dabei. Und so unterstützen wir uns gemeinsam. Das, was du heute annimmst, verstärkt sich in diesem morphogenetischen Feld der Liebe. Und wir beginnen uns gemeinsam zu erinnern. Und ich habe es schon öfters erwähnt, es dreht sich nicht darum, dass du jetzt losstürmst und einen Kanal eröffnest. Und es kann sein, aber darum dreht es sich nicht. Das kannst du genauso lehren in deinem sozialen Umfeld, mit deiner Familie. Jedes Wort, jeden Gedanken der Wahrheit, den du für dich wahr machst, steht für uns alle bereit. Noch einmal, wir sind Geister, wir sind verbunden. Jedes Wort, das du denkst, jeden Gedanken, den du wahr machst, alles, was du aussprichst, steht für uns alle zur Verfügung. Deshalb sollten wir diesbezüglich sehr uns sensibilisieren. Was möchte ich denn heute lehren? Weiterhin die alten Geschichten, das alte Geschwätz. Wie oft habe ich das schon erwähnt? Und siehst du, wie oft du zurückfällst? Oder was möchte ich heute wirklich erfahren? Mein altes Lernen? Meine alten, belanglosen, bedeutungslosen Geschichten? Oder möchte ich endlich frischen Wind in mein Leben bekommen? Möchte ich endlich von der Wahrheit sprechen? Wie zum Beispiel gestern, diese Welt dauert nur einen Augenblick. Auch wenn ich das nicht verstehe, auch wenn wir das nicht in ihrer Gänze begreifen, möchten wir dies so betrachten, dieses Problem, diese Sorgen, dieser Schmerz, diese Krankheit, es dauert nur alles einen Augenblick. Zeit existiert nicht. Und das ist meine Bereitwilligkeit. Und Jesus sagte uns hier dies ganz deutlich. Am meisten aber bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Was meint er damit? Bereitwilligkeit zurückzutreten. Die Bereitwilligkeit, die Vergebung auf allem ruhen zu lassen. Dich mit deinem inneren Lehrer zu verbinden. Ihn zu fragen. Wie siehst du das? Das sind ganz einfache Formulierungen, die du verstehst,
und in der Anwendung erfahren wirst, dass es funktioniert. Und so wollen wir nicht nur darüber sprechen, wir wollen es manifest machen. Am meisten bedarf es deiner Bereitwilligkeit. Wir gehen, wenn wir diesen Kurs machen, gehen wir in der Regel durch verschiedene Phasen hindurch. Am Anfang sind wir wohl recht verzweifelt. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben hier und da geschaut. Wir haben dieses und jenes, so viele Beziehungen oder so viele und so viel Scheitern erfahren. Und dann wird uns irgendwie klar, hey, es muss einen anderen Weg geben. Und den finden wir meist auf der spirituellen Suche. Wir suchen spirituell, bis wir irgendwann beim Kurs im Wundern landen. So ging es mir zumindest. Irgendwie habe ich hier und da geschaut und plötzlich war dieser Kurs da und ich habe ihn am Anfang auch noch ja, so beiläufig bei mir gehabt und viele Jahre benutzt, um meinen Widerstand gegenüber der Wahrheit weiterhin zu pflegen. Aber das macht ja nichts, es ist ja nichts passiert. Und dann kommen wir zur Reinigung. Und die beginnt dann mit der ernsthaften inneren Arbeit. Unsere falschen Gedanken, Überzeugungen und Konditionierungen zu betrachten. Also wir müssen sie schon betrachten, wir schauen es an, um es zu vergeben, um es loszulassen. Und das führt uns in eine heilende Wahrnehmung. Und dann in dieser heilenden Wahrnehmung werden wir zu einem glücklichen Traum geführt. Und das, dieser glückliche Traum, man könnte sagen, dass unser Wille verschmilzt mit dem Willen des Heiligen Geistes. Wir wollen nur noch durch seine Augen sehen. Wir werden zu einem Werkzeug der Liebe. Wir sagen ihm und wir erfahren es, dass er unseren Körper nimmt, unsere Augen, unsere Stimme, unser ganzes Tun und alles, was wir hier unternehmen, ist durchdrungen von seiner Liebe, bis wir in die wahre Wahrnehmung gelangen und nur noch, absolut nur noch durch diesen Geist der Liebe geführt werden. So durchlaufen wir unterschiedliche Phasen und je größer unsere Bereitschaft ist, desto leichter wird es und leichter und schneller, und das dürfen wir nicht vergessen, desto leichter und schneller werden wir diese Christi-Wiederkunft, diesen Geist der Liebe in uns erfahren und erkennen. Ja, wie bereit bist du? Wie viel Bereitschaft hast du? Alles, wirklich restlos alles, durch den Geist Christi zu betrachten. Das heißt zu vergeben. Das heißt die Vergebung auf allem ruhen zu lassen. Wie bereit bist du? Oder anders gefragt, in welchen Bereichen möchtest du noch Recht haben? Ja, eigentlich nirgends. Okay, du erfährst noch Mangel, du möchtest Recht haben mit deinem Mangel. Du erfährst Beziehungsstress, du möchtest Recht haben mit deinem Beziehungsstress. Du erfährst Krankheit, du möchtest Recht haben mit deiner Krankheit. Du leidest an, du möchtest Recht haben mit deinem Leiden. So unangenehm es ist, dies zu hören, dennoch möchte es gesagt werden. Und je mehr wir dieses Recht haben,
aufgeben, wirklich zurücktreten, desto mehr Bereitschaft tragen wir in uns, unsere Augen, Ohren, Hände und Füße ihm zu übergeben, sodass wir nur noch durch ihn sprechen. Und durch ihn zu sprechen bedeutet natürlich, durch ihn zu denken. Durch ihn zu denken bedeutet nicht, ah ja, ich habe jetzt diese Information erhalten und soll dieses oder jenes tun, sondern es ist eine direkte Erfahrung. Ich spreche jetzt mit dir durch diese direkte Erfahrung. Das sind keine Worte, die irgendwo geplant sind. Da ist ein direktes Sprechen zu dir. Und das führt dich wie mich in die direkte Erfahrung. Merkst du es? Irgendetwas ist an diesen Worten absolut wahr. Auch wenn du es vielleicht noch gar nicht in dieser Bandbreite verstehst. Aber du spürst deutlich, da ist etwas. Da ist etwas, was mich berührt in meinem Herzen. Ich kann es selbst nicht erklären. Ich beruhige mich. Ich kann diese Worte noch 100-mal hören. Es hat immer wieder die gleiche tiefe Wirkung, ohne mich zu langweilen. Weil es dieser Geist der Liebe ist, der jetzt zu dir spricht. Und das, mein lieber Freund, kannst du auch. Ja, du bist hierher gekommen, um dies zu tun. Und du wurdest vorbereitet für diesen Augenblick. Und jedes Mal, wenn du Worte der Wahrheit sprichst, bringst du Licht dort hinein und alles Leiden endet. Bringst du Licht dort hinein, wo du jetzt bist. Und so sind wir bei der Lektion 301. Und Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Vater, wenn ich nicht urteile, kann ich nicht weinen. Noch kann ich Schmerz erleiden oder das Gefühl haben, ich sei verlassen oder werde in der Welt nicht gebraucht. Dies ist mein Zuhause, weil ich es nicht beurteile und daher ist es nur das, was du willst. Lass es mich heute unverurteilt sehen durch glückliche Augen, welche die Vergebung von jeder Verzerrung befreit hat. Lass mich deine Welt statt meiner sehen und alle Tränen, die ich vergossen habe, werden vergessen sein, denn ihre Quelle ist vergangen. Vater, heute möchte ich über deine Welt nicht urteilen. Und wie werden unsere Tränen, wie wird unser eben das vorhin benannte, wie wird das alles in uns geheilt? Indem wir die Vergebung darauf ruhen lassen. Wie siehst du das, mein innerer Lehrer? Wie siehst du das, mein Meistertherapeut? Wie siehst du das, du Licht der Welt? Einfache Formulierungen. Weißt du, du musst wissen, Gott ist sehr einfach. Ganz einfach. Es ist nichts Kompliziertes. Nur unser Verstand und unser Denken ist so kompliziert. Gott ist schlicht und einfach. Schlichte und einfache Liebe, die jetzt in deinem Herzen leuchtet. Und diese Schlichtheit, letztendlich suchen wir nach Schlichtheit. Das Ego möchte uns immer verführen in irgendwelchen komplexen Theorien von Quantenphysik, von Neutronen und Atomen, von Antimaterie und Materie. Aber wohin führt uns das? Lass dich in die Schlichtheit fallen und erfahre, dass du erlöst bist und die Welt mit dir. Und alle Tränen sind in diesem Augenblick abgewischt. Und du kannst freudig in eine Welt schauen, die du vorher
noch nicht gesehen hast, weil deine Urteile weitaus wichtiger waren, weil deine Begrenzungen, die dich definiert haben als ein persönliches Selbst, weitaus wichtiger waren. Und heute lassen wir das los. Wir brauchen es nicht mehr. Wir öffnen uns in unsere große Bereitschaft. Wir bitten den inneren Lehrer, uns die Welt der Liebe zu zeigen. Und dann werden wir an den Punkt kommen, wo wir feststellen, Gottes Welt ist glücklich. Diejenigen, die auf sie schauen, können ihr nur ihre Freude hinzufügen und sie als eine Ursache weiterer Freude in ihnen segnen. Wir weinten, weil wir nicht verstanden haben. Doch haben wir gelernt, dass die Welt, die wir sahen, falsch war. Und wir werden heute auf die Welt Gottes schauen. Wir werden heute auf eine glückliche Welt schauen. Gottes Welt ist glücklich. Und immer wenn wir unglücklich sind, dann wissen wir, dass wir uns zumindest getäuscht haben. Denn die Wiederkunft Christi, die so sicher ist wie Gott, ist nur die Berichtigung von Fehlern. Und Fehler kann man nun mal berichtigen. Stimmt's? Mein Hund kommentiert das mit einem Ja. Und das ist perfekt. Dann können wir diese Session heute Morgen abschließen und uns einer glücklichen Welt öffnen, die ganz sicher ist. In Liebe zu dir.